Und wir sind wieder in einem Level mit Tails und mit Soap Advertising, denn Soap ist ein Sponsor für Sonic Adventure 2. Einfach so viele Roboter wie möglich abschießen, ihr bekommt den A-Rang, wie in so gut wie jedem Level mit doofen Tails-Gameplay. Es ist nicht wirklich doof, wie gesagt, aber ich mag es nicht so sehr wie das Gameplay in Sonic Adventure 1 für Tails. Und ich weiß nicht, warum sie es genommen haben, denn das Gameplay für Sonic Adventure 1 ist in Sonic Adventure 2, wenn man in den Chaos-Garten geht. Das Ganze ergibt einfach wenig Sinn für mich, aber was soll's, was soll's. Vielleicht haben sie die Level schon designt für Robotnik und wollten einfach nur Tails reinmachen. Wer weiß, ich habe mich nicht so mit der Entwicklung beschäftigt. Ich weiß nur, dass am Anfang nur 3 Charaktere geplant waren und dann die anderen 3 hinzugemacht wurden, um die Fans glücklich zu machen. Oder vielleicht haben sie auch selbst gedacht, hey, wir brauchen 3 Charaktere und ja. Übrigens hier eines der besten Stage-Songs im ganzen Spiel. Zumindest meiner Meinung nach. Und hier diese bewegenden Plattformen sind ein ganz großes Problem, denn ich fall da öfters mal runter. Und da ist der goldene Roboter und den schießt er einfach ab, solange er nicht vorher verschwindet, so wie eben gerade. Das lief nicht ganz so gut. Die Musik ist schon wieder super und da Wanted Tails, also Robotnik, hat anscheinend die Macht über den Planeten übernommen und ist jetzt auf der Suche nach Tails, oder? Er hat mit Gunn oder mit dem Präsidenten oder wem auch immer Kontakt aufgenommen und möchte jetzt, dass Tails ausgeschaltet wird. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. Und hier diese Bomben, ihr müsst eigentlich alles anvisieren, damit alles explodiert und euch die Wege freischalten. Dieses Level, ganz ehrlich, ist nicht eines meiner Favoriten. Ich mag es, ganz ehrlich gesagt, überhaupt nicht. So wie fast alle Level mit Tails. Und ja, ist sehr schade, dass sie für dieses Level die beste Musik im ganzen Spiel, zumindest für die Stages, verschwendet haben. Und jetzt hier, willkommen zu meinem furchtbar schrecklichen Versuch, da hochzukommen. Ich schaffe es nicht und ich schaffe es wieder nicht, da hochzukommen. Und ja, es ist alles doof. Und jetzt falle ich schon wieder runter. Das ist einfach, wenn man da oben gegenspringt. Ich glaube, wenn man die rechte Tube nimmt, ist das Ganze um einiges leichter, weil, glaube ich, kein Dach im Weg ist. Aber was soll man machen? Ich versuche es trotzdem immer und immer wieder und faile ganz bitterlich. Was soll man machen? Ich will es nicht rausschneiden. Jetzt nehme ich... Ne, die rechte geht überhaupt nicht. Außer man wieder oben rauf. Ha! Ich lasse euch ganz gerne mal Musik hören, wie ihr wahrscheinlich schon bemerkt habt. Zwischendurch lasse ich öfters mal Pausen und lasse die Musik an. Ich glaube, man kann auch da vorne auf die Tonne raufgehen und oben raufspringen. Jetzt habe ich doch mal geschafft und das Level kann weitergehen. Ich habe ja nur ungefähr 30 Stunden damit verbracht. Ja, ich weiß gerade nicht mehr, was ich zu Tails sagen soll. Wir haben so viel Tails und Robotnik-Gameplay gesehen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich euch sagen soll, Mensch. Mark Connor Bringer. Auch wenn es zu ihm nicht wirklich viel gibt. Ich glaube, der hat nicht danach eine Schauspielerkarriere verfolgt, so wie sein Bruder Corey. Aber, ja, denn Corey, der ist, glaube ich, inzwischen Regisseur oder sowas. Aber Connor, von dem hört man nichts mehr. Ich habe zumindest nichts von ihm gelesen. Und auch die Sonic-Wikia-Seite ist nicht wirklich gut bestückt mit Informationen zu Connor Bringer. Allerdings zu Corey Bringer gibt es sogar ein Bild. Der ist inzwischen ziemlich alt. Was heißt alt? Ungefähr 30 oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was sein Geburtsdatum ist. Aber wenn er 11 oder sowas im Jahre 98 war oder 99, dann wird er nicht zu alt sein. Und natürlich solltet ihr nicht in den Bomben reinwerfen und ihr solltet nicht irgendwo runterfallen, denn die ganzen Wege werden zerstört und ihr fallt hinunter in euren elendigen Tod, was nicht gerade von Vorteil ist. Dass das Ding nicht runterfällt, ist echt ein Wunder. Eigentlich müsste das runterfallen, oder? Ein Großteil davon war über der Klippe drüber. Aber ja, Sonic und Logik, ich muss es nicht nochmal anführen. Ja. Ganz viele Gun-Roboter. Ich weiß nicht, was sie von Tails wollen. Vielleicht hat die Gun jetzt Interesse, Tails einzufangen, damit Robotnik glücklich ist. Vielleicht hat Robotnik irgendwie einen Newsletter losgeschickt an alle seine Abonnenten, dass sie Tails doch bitte fangen sollen und ihm ausliefern sollen. Und dann werden sie verschont von der Robotisierung. Wer weiß, wer weiß. Da ist immer so eine Absperrung. Ich habe immer Probleme, da rüber zu kommen. Aber man kann die, glaube ich, auch abschießen.
Und da hier diese Stelle, hinter euch kommen Roboter, immer wieder hinter euch zielen, denn die Kamera kann man nicht bewegen und die schießen einen sonst dann auf dem Weg zum Ring ab und das ist nicht unbedingt gut. Dann auf das Ding aufpassen, das fällt runter und wird euch jämmerlich zerquetschen. Und das ist auch schon der Goal-Ring, juhu. C-Rang. Das ist nicht ganz so teuer, obwohl C ist immer noch besser als D und E, was ich ganz oft bekommen habe. Wein. Aquatic Mine. I didn't expect the inside of the mines to be like this. This is gonna be tougher than I thought. Oh ja, das wird ziemlich lange gehen. Ich sehe gerade die Timeline vor mir und es geht ziemlich lange, selbst mit Speed-Up. Und jetzt holt ihr euch erstmal ein Extra, das ihr nur bekommen könnt, wenn ihr jetzt in diesem Level seid, was sehr, sehr wichtig ist für den weiteren Verlauf des Spiels. Erst müsst ihr da hoch und die Wasserhöhe ändern, denn es gibt immer verschiedene Wasserhöhen, die ihr aktivieren könnt, je nachdem, welche ihr ausgewählt habt. Umso höher ist dann, umso mehr Wege werden freigeschalten. Immer jede Höhe hat einen anderen Weg. Und ihr seht, das ganze Wasser ist weg. Netze müssen wir noch... Oh, jetzt finden wir gerade ein Master Emerald Splitter. Das ist auch schon mal gut, wenn wir ihn schon mal gefunden haben, dann nehmen wir ihn noch gleich mit, der ist hier versteckt. Perfekt, wir haben ihn also so schnell wie möglich gefunden. Und ey, ihr seht, ihr müsst nicht viele Gegner töten oder anvisieren, um hier einen A-Rang zu bekommen. Ihr müsst einfach nur die Emeralds so schnell wie möglich finden. Und dabei hilft es natürlich, wenn ihr alle Emeralds gefunden habt, einmal. Und dann alle Stellen euch auswendig gelernt, auswendig gelernt habt. Und ja, ihr müsst hier runtertauchen und die Zeit hier ist ziemlich knapp. Ihr geht hier lang, taucht immer so weiter. Ihr müsst also oben den Schalter aktivieren auf Level 3, glaube ich, dass alles unten ist. Und dann könnt ihr hier lang gehen und dann gibt es ein kleines Update für Knuckles, was ich beim ersten Mal durchspielen nicht bekommen habe, was das letzte Level sehr, 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 sehr schwer gemacht hat. Und ihr seht, uns geht die Luft aus. Wir müssen uns beeilen. Haben jetzt aber den Air-Necklace oder das Air-Necklace oder die Luftheizkette bekommen. Was bewirkt sie? Wir können unter Wasser atmen, was in der letzten Story sehr, 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 und ich möchte betonen, sehr, sehr wichtig ist. Jetzt müssen wir natürlich wieder hochtauchen, ihr habt jetzt aber keinen Druck mehr, das Level irgendwie, oder das Level, diese Stelle schnell zu überwinden, damit ihr nicht da trinkt, sondern ihr könnt es ganz einfach und ruhig angehen lassen. Und durch die Kamerabewegung kommt man ganz oft wieder auf dieses Pad rauf und wird zurückgeschleudert, was dann doch ganz gut ist, dass man unendlich Luft hat. Vor allem jetzt hier an dieser Stelle auch wieder rauszukommen, ist nicht gerade so leicht, wenn man durch die Kamera so gut wie nichts sieht, denn wie bereits gesagt, die Kamera für die Sonic und Rouge Levels ist einfach crap. Sondern richtig crappiges Crap und noch mehr crappity crap crap crap. Und ich rede schon wieder in Anglizismen, was nicht besonders dufte ist, wenn ich das mal so anmerken darf. Und jetzt suchen wir natürlich die restlichen Master Emerald Splitter und ich verzweifle ganz unfassbar doll. Dieses Level werden wir wahrscheinlich nicht mit dem A-Rang abschließen. Und die Levels sind auch so nervig, wenn man sie nicht auswendig lernen kann, wirklich wie bei Sonic oder bei Tails, wo man einfach sagen kann, ah, jetzt an dieser Stelle springen, sonst werde ich getroffen. Sondern nein, sie sind immer wieder an einer anderen Stelle und alle neu kombiniert und man weiß nie, wo sie sind. Und dadurch, dass halt nur ein Chaos Emerald oder ein Master Emerald Splitter, ich verwechsel es immer wieder, angezeigt wird, ist das Ganze einfach, macht überhaupt keinen Spaß. Es ist wirklich nur noch reine Nerverei irgendwann, wenn man wirklich 10 Minuten durch ein Level rennt und nichts findet. Als kleiner Pinguin. Die Tiere übrigens, die man findet, die sind wichtig für die Chaos, denn je nachdem, welche Tiere man dem Chao vorsetzt und ihm zu fressen gibt oder sowas, keine Ahnung, da kann man in den Skeletten buddeln und ihr bekommt einen Master Emerald Splitter. Da ist auch ganz oft einer und den bekommt ihr auch nur, wenn ihr diese Wasserhöhe habt. Ich glaube, es ist immer noch 3, wir haben nichts dran geändert. Und wenn ihr die Wasserhöhe auf irgendwas anderes ändert, dann könnt ihr an bestimmten Stellen schwimmen und einen anderen Weg zum Beispiel da hochnehmen, wo ich gerade nicht lang gekommen bin. Ja, so ist das ganze Spiel aufgebaut, immer wieder die Höhe ändern und es ist eher gesagt nervig als sehr nett von dem Spiel und nicht sehr, es macht wirklich keinen Spaß, ganz ehrlich. Ein paar Level machen Spaß mit Knuckles, weil man einfach rumfliegen kann, zum Beispiel das Pumpkin Level ist wirklich,
ist einfach so bizarr. Ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind. Es ist so bizarr. Es macht so viel Spaß, dann rumzufliegen. Aber ja, hier haben wir jetzt einen gefunden, irgendwo. Wir rennen immer noch irgendwie ziellos durch die Gegend, finden aber dann doch irgendwann den Emerald Splitter. Nicht gefunden. Schade. Probieren wir es da drüber. Und da ist er. Super. Und ihr seht jetzt hat er eine Air-Necklace um und er wird sie jetzt immer dabei haben. Ich finde es toll, dass man halt die Updates über das ganze Spiel hinaus sieht. Auch wenn man dann irgendwie wie in Sonic 1 in die Vergangenheit guckt und sie trotzdem die Updates haben. Was soll's. Sheesh. There always seems to be a lot of police around when you don't need them. Tails, any news yet? For some reason, I'm not getting a signal from the 6 remaining Chaos Emeralds. Maybe Eggman took the emeralds into outer space. Outer space? Knuckles! Hey guys, long time no see. I must have got lost in the mines. Looking for the Master Emerald pieces was tougher than I thought it would be. Where are we anyway? Hey, where are you going? We can trace the call to find Eggman. Okay, let's meet up there. Und wir sind jetzt in einem Level, was von Sonic 1 inspiriert ist. Denn wie ihr gesehen habt, ich glaube, ich habe es gezeigt im Playthrough. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Zumindest nicht in denen, die ich jetzt gemacht habe, die das irgendwie in 2010 gemacht habe. Kann sein, dass es damit drin war. Hier eine. Ah ja, das ist ein Teil von Sonics Level gewesen. Ich muss euch also gezeigt haben. Da konnte man so ein Bumper-Car-Spiel spielen, so ein Rennspiel. Und jetzt gibt es auch hier ein Racing-Minispiel mit Tails und später dann auch noch Rouge. Wir sind auf dem Weg zum Präsidenten. Irgendwo fährt eine Limo rum mit dem Präsidenten drin und wir müssen sie einfach einholen, so schnell wie möglich. Was als Tails noch ziemlich leicht ist. Denn es gibt keine Abgründe, wo man runterfallen kann. Mit Rouge ist dann wieder eine komplett andere Sache. Aber man fährt als Tails ganz oft gegen Wände, was nicht ganz so toll ist. Und der Trick dabei ist, driften. Driften, wenn ihr denkt, irgendwie haltet die R-Taste gedrückt. Nee, ganz so leicht ist es nicht. Ihr müsst halt die ganze Zeit die A-Taste gedrückt halten, damit ihr fahrt. Aber um zu driften, müsst ihr kurz von der Taste runtergehen, dann in die Richtung lenken und dann driftet ihr um die Kurve. Ihr müsst aber, nachdem ihr losgelassen habt, direkt wieder A drücken, das haltet ihr nämlich an. Und ja, ihr könnt Boosts einsammeln, wenn ihr, ich glaube, es fliegen da so eine Ballons lang, da ist einer. Und wenn ihr die einsammelt, bekommt ihr einen Boost. Aber ich habe das System dahinter noch nicht ganz verstanden. Irgendwie manchmal bekomme ich einen Boost, manchmal nicht. Ist ganz seltsam, aber ja, ihr seht einfach, wenn ihr einen Boost habt, drückt auf die Taste und ihr bekommt essentiell jetzt mal einen Boost. Das ist übrigens, es gibt Herausforderungen in den Leveln, die man machen kann, um dann alles durchzuspielen. Vielleicht ist es wichtig für den A-Rang, keine Ahnung. Fahrt das ganze Level, ohne die Wand zu berühren. Oh Gott, das ganze Level ohne eine Wand zu berühren, what the fuck? Das muss wahrscheinlich die schwerste Mission in jedem Spiel sein, das jemals produziert wurde, denn nicht die Wand zu berühren ist so gut wie unmöglich, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. Und das ist wieder ein Ciao-Werbeplakat. Es gibt übrigens hier, wie bereits gesagt, im City Escape Level Ciao in Space 2 und in Sonic Adventure 1 gab es Ciao in Space. Und hier gibt es auch noch Plakate für Ciao in Space auf DVD. Das heißt, Ciao in Space ist inzwischen auf DVD rausgekommen und der Nachfolger Ciao in Space 2 ist in den Kinos. Das freut doch die Fanboys von Ciao in Space, so wie mich. Die sollten den Film machen. Sie sollten einen Film machen nur über Ciao's. Oder nur über Omo Ciao. Oh ja, das wäre der beste Film aller Zeiten. Der genauso intelligent wie Navi, die Fernsehserie. Oh Gott. Omo Ciao, der Film. Ich will den sehen. Ich will jetzt Omo Ciao, den Film sehen. Und ihr seht, ihr habt ein Zeitlimit, das allerdings immer wieder aufgefüllt ist, wenn ihr, ich glaube, durch einen Checkpoint fahrt. Ich bin mir gerade aber nicht mehr sicher. Und wenn ihr diesen Checkpoint erreicht habt, dann wird die Zeit wieder aufgeführt. Ich glaube, ich bin in diesem Level noch nie, ist mir noch nie die Zeit ausgegangen. Und ihr seht, da ist die Limo und wir haben ihn eingeholt.
Das heißt, wir werden ihn jetzt überfallen. Aber ich will euch nichts vorwegnehmen. Erste Mission geklärt. C, Total Wings. Ja. Der A-Rang ist auch sehr schwer, da man nichts treffen darf. Mr. President, reports show that since the incident 3 hours ago, the country is in turmoil. Our financial communities are impacted and our satellite communications are down. An emergency meeting has been called. Mr. President, this is a national crisis. Spare me the details. Exactly just what is it that you want? Dr. Eggman? Well, let's just get down to business then, shall we, Mr. President? I won't bore you with all the details since I know you are a very busy man. Mr. President, my demands are quite simple. Surrender to the Eggman Empire and make no attempts to resist. Otherwise... Otherwise... Otherwise, your country will cease to exist. You have 24 hours to give me your answer. No way! What the? Sonic! You! Yeah, right! What the heck's going on here? Don't worry, Mr. President. What did Everything's you do? Under control. Just leave it to us. Got a tail? I got it! He's transmitting from the space colony Ark! Okay, let's move it! Wait up, Sonic! Hey, you! Wait! Mr. President, we're receiving an incoming signal from our agent.